Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk und heute geht es mal um das Exploration Gameplay, was natürlich noch nicht im Spiel drin ist, aber uns irgendwann mal erwartet und sich natürlich die große Frage stellt, wie soll das eigentlich funktionieren? Wie ist es gedacht, wie ist da die Vision und wie könnte es dann auch, sagen wir mal, aus spekulativen Ansatz heraus dann darauf aufbauen, noch weitergehen, denn so ganz genau wissen wir es ja noch nicht. Ich mache das deswegen, weil ich recht viele Kommentare und auch viele Fragen immer wieder bekommen habe in letzter Zeit, generell zum Thema Gameplay und speziell bei Exploration, wo sich natürlich viele fragen, hey, jetzt mit dem Scanning, wo wir das hatten, wie soll denn das klappen, wenn da jemand irgendwas jetzt gescannt hat, dann ist doch diese Information schon draußen, dann ist doch nach einer Woche oder so das ganze Sternensystem schon fertig erkundet, sozusagen. Und genau um diese Fragen unter anderem wird es heute gehen. Wenn ich irgendwas Wichtiges vergesse oder wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr eigene Meinung dazu habt, irgendwelche eigenen Themen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr wisst ja, es ist unser Let's Talk-Format, da können wir ein bisschen drüber quatschen. Und ich würde sagen, wir starten mal los. Wenn man über Exploration nachdenkt, dann hat man natürlich immer so ein bisschen Star Trek vor sich, ne? So die Enterprise oder auch andere Raumschiffe, die in die fernen Weiten des Alls fliegen und dort, ja, alles Mögliche untersuchen, ne? Dinge scannen, auf neue Lebensformen treffen, Planeten besuchen, dort mal runtergehen, tolle Sachen entdecken und so weiter und so fort. Und im Prinzip ist es das auch. Also Exploration ist ziemlich genau sogar genau das. Wobei es wird dann nochmal so ein bisschen unterteilt in verschiedene einzelne Berufsbereiche, zum Beispiel den Bereich Forschung, da komme ich im Laufe des Let's Talks nochmal drauf zurück. Das ist ein bisschen was anderes. Es ist zwar schon in gewisser Weise in diese Richtung gedacht, aber es ist wieder was anderes. Also in Star Citizen ist die Grundidee folgende. Wir haben Exploration-Schiffe, zum Beispiel eine Carrack oder eine Corsair und so weiter. Und die haben ja ganz spezielle Scanner, eine Constellation Aquila auch zum Beispiel. Die haben weiterführende, verbesserte Scanning-Einrichtungen als die normalen Schiffe. Jetzt haben wir ja jetzt, habe ich euch, glaube ich, am Sonntag in dem Star Citizen News gezeigt, dieses Long Distance Probing, also dieses Langstrecken-Abtasten. Das sollen ja alle Schiffe können, oder fast alle, ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch ein paar Ausnahmen. Und das ist aber nicht unbedingt das, was man unter Exploration versteht, weil da kriegt man nur so einen Hinweis, da ist irgendwas und da kann man mal hin und so weiter und kann ein bisschen untersuchen, aber das ist quasi nur ein ganz kleiner Bestandteil von der Exploration an sich. Das heißt, wir können erstmal grundsätzlich sagen, Exploration in einem ganz groben Ansatz werden die allermeisten Schiffe sowieso können, weil nur mal die allermeisten Schiffe irgendwelche Scanner an Bord haben. Das heißt, Exploration zeichnet sich wirklich dadurch aus, dass man eben die besseren Scanner hat und auch ein Raumschiff hat, was darauf ausgelegt ist, diese Exploration komplett durchzuführen. Denn Exploration heißt auch immer so ein bisschen sich Zeit zu nehmen. Wenn man sich mal die ganzen Exploration-Schiffe anguckt, dann stellt man fest, Beispiel Carrack, die sind ein bisschen größer, ja, die sind auch, die haben eine Küche an Bord, die haben Betten an Bord, die haben meistens auch irgendwelche Unterhaltungsmöglichkeiten an Bord, einen Billardtisch oder ähnliches. Das heißt, Exploration wird Zeit in Anspruch nehmen. Es wird also nicht so sein, dass man irgendwo schnell hinjumpt. Hat man ja aktuell so ein bisschen vor Augen, ne? Man hat einen UM-Punkt oder einen Quantum-Beacon, zack hin und let's go. Sondern tatsächlich ist es eher so, dass man so ein bisschen orientierungslos erstmal durchs Verse springt. Was man hier verstehen muss ist, der Quantum-Drive, den wir aktuell haben, der wird sich nochmal ändern. Es gibt eigentlich da zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehen den Weg, den sie bisher eingeschlagen haben, erlauben aber, und das haben sie auch schon gesagt, das kommt auf jeden Fall wieder, das freie Springen. Das heißt also irgendwo hin, in irgendeine Richtung halten und zack, let's go, ohne Quantum Beacon oder ohne OM-Punkt. Einfach so irgendwo hinspringen. Das kommt auf jeden Fall. Vielleicht sind sie aber auch so gütig, was ich natürlich sehr, sehr stark hoffe, und erlauben uns das Quantum Springen quasi alternativ auch ohne einen bestimmten Kurs, sondern einfach quasi, dass wir frei fliegen können, wie bei Elite Dangerous zum Beispiel. Aber das ist völlig unabhängig davon, ist es so, dass ja viele Raumschiffe in den Quantum Drive rein können, aber die wenigsten können wirklich lange im Quantum Drive bleiben. Der Quantum Fuel, der ist bei den meisten Schiffen relativ schnell erschöpft, gerade wenn man einen sehr schnellen Quantum Drive drin hat. Und deswegen haben übrigens auch Schiffe wie eine Carrack einen sehr sparsamen Quantum Drive drin. Weil es geht nicht darum, schnell zu sein im Quantum Drive, das ist nicht das Ziel, was man hat. Sondern man will möglichst lange und möglichst genau einen bestimmten Bereich absuchen, wo man irgendein Signal aufgefangen hat. Und jetzt wird es spannend, denn
Aktuell gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Wir haben, entweder ist da was oder ist es da nichts. Ne? Die beiden Optionen haben wir aktuell. Und wenn da was ist, dann haben wir ja, wie gesagt, sofort ein Quantum-Beacon oder einen Marker oder irgendwas und können direkt hin. Das wird aber später anders sein. Später werden wir sozusagen über das Long-Distance-Probing oder über andere Exploration-artige Scanning-Mechaniken die Umgebung absuchen. Ne? Weit entfernte Ziele, irgendwo, und dann fangen wir dort nicht irgendeinen Punkt auf, wo wir hinspringen, sondern wir entdecken dann dort sozusagen, weiß ich nicht, irgendeine EM-Signatur. Ja, irgendwas, irgendeine Welle, irgendwas, was halt nicht ganz koscher ist sozusagen, was anders ist als der Rest. Und dann können wir da aber nicht hinspringen, weil da war noch keiner. Ne? Da ist noch kein Quantum Beacon, den irgendwer hingestellt hat, und es ist noch nicht genau lokalisiert, wo man hin muss. Das heißt, wir springen dann grob in die Richtung. Dann kann das Signal aber auch mal woanders wieder auftauchen. Das heißt, wir nähern uns so ein bisschen von allen Seiten an das Ziel, wo wir hinwollen, und kommen dann irgendwann mal an. Das heißt, es ist ein sehr langwieriger Prozess. Das heißt, CRG hat hier sehr, sehr viel Arbeit noch vor sich, nämlich diesen langwierigen Prozess auch irgendwie interessant zu gestalten, weil was wir ja nicht wollen, ist sozusagen 5 Stunden lang durch einen Quantum Drive oder durch einen Quantum Tunnel durchzueiern. Und immer wieder rauszugehen, aha, ich scanne mal, wo ist es denn? Ah, guck mal, da hinten, okay, weiter. Und das wiederhole ich im Loop, das will ja kein Mensch, ne? Das heißt, sie müssen das irgendwie interessant gestalten, dass wir also immer wieder irgendwas aufschnappen und finden. Bei Star Trek ist das ja so ein bisschen hübsch gemacht, ne? Da ist quasi jede Folge gewissermaßen etwas, ein Ausschnitt dessen, wenn sie mal was finden. Das heißt aber auch, dass der ganze Zwischenraum zwischen 2 Folgen bei Star Trek daraus besteht, dass sie nichts finden. Dass sie einfach gar nichts finden und einfach nur sinnlos durchs Weltall quasi fliegen. So, wollte nur kurz den Schwenk machen. Also da muss CG sich halt irgendwas einfallen lassen, weil das kann man in der Serie machen. Das kann man auch mal in einem Film machen. Das wird auch im Real Life irgendwann mal wahrscheinlich genauso sein. Aber das kann man halt nicht in einem Spiel machen. Gut. Wie ist es dann? Also, wir nähern uns dem Signal von links, von rechts, von vorne, von hinten, von allen Seiten. Und kommen dann irgendwann an. Dann stellt sich ja erstmal die große Frage, welche Möglichkeiten haben wir jetzt mit Exploration-Schiffen, dieses Signal, was wir mit anderen Schiffen nicht finden können, genauer zu verorten und dort wirklich an den Punkt zu kommen. Nun, wir haben unsere Scanner, die dann mit dem Long-Distance-Probing irgendwann einen Quantum-Beacon erstellen können. Und dann können wir also das Ganze machen. Wir können also dann sagen, okay, wir erstellen so einen Quantum-Beacon und fliegen dann zum Beispiel hin. Wir könnten aber auch sagen, wir lassen das lieber. Wir haben jetzt hier was gefunden, das verkaufen wir weiter. Exploration ist nämlich auch eine Berufsmechanik. Das heißt, Exploration wird darauf basieren, dass man ja diese Erkundungsdaten irgendwie verkauft. Also die Infos, die man da gewonnen hat. Man handelt gewissermaßen mit Informationen. Das ist auch ein großes Problem. Komme ich gleich nochmal darauf zurück, warum. Aber wir nehmen es mal an, dass wir das nicht verkaufen, sondern wir fliegen dann hin. Na, da ist vielleicht irgendein Planet, der noch gar nicht entdeckt wurde, oder ein Mond oder was auch immer. Oder irgendein Asteroid, was weiß ich was, eine Raumstation, es kann ja alles Mögliche sein. Denkt euch irgendwas aus. Wir fliegen hin und dann können wir das Ganze untersuchen. Das machen wir dann wieder mit unseren Scannern. Denn auch da kriegen wir wieder wesentlich mehr Informationen raus, als, was weiß ich, eine Cutlass Black, die das auch vielleicht finden könnte mit bisschen Glück, aber viel, viel länger dafür bräuchte, deswegen wäre es wahrscheinlich unrentabel. Aber die kann dann da nicht viel machen. Die sieht, aha, da ist, bleib jetzt mal beim Asteroiden, da ist es so ein Stein, der fliegt hier rum, aber toll, toll, super. Und dann fliegt sie weg. Wir können mit dem Exploration-Schiff das Ganze genauer untersuchen. Wir können also zum Beispiel die Beschaffenheit des Steins herausfinden. Wir können zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wie es sich beim Mining-Kram verhält, ob wir auch Erz-Scanning machen können mit dem Exploration-Schiff, wäre ja denkbar, dass wir da also auch bessere Scanning-Systeme haben, die also die Materialienzusammenstellung quasi aufdecken können. Aber auch andere Dinge, zum Beispiel irgendwelche Bakterien, irgendwelche Gase, was auch immer CRG sich da einfallen lässt, um das Exploration-Gameplay irgendwie sinnvoll und rentabel auch zu machen, finden wir dann da also irgendwelche Daten. Wenn wir jetzt noch eine Forschungsstation an Bord haben, zum Beispiel die Reliant Zen hat ja sowas, obwohl die kein Exploration-Schiff ist, aber die ist ein Forschungsschiff, für die wäre das ja ganz, ganz interessant. Die hat ja überhaupt gar keine Möglichkeiten, durchs Weltall zu düsen und irgendwie das zu suchen. Die wäre also an dieser Info sehr, sehr interessiert, die wir ihr bieten können. Weil wir haben herausgefunden, dort gibt es zum Beispiel irgendwelche Gase und irgendwelche biologischen Spuren oder so, da können wir jetzt mit
da Carrack vielleicht nichts mit anfangen, aber wir können diese Info jetzt an unsere Zen geben, verkaufen oder vielleicht ist es ein Gildenmitglied, dann schenkt man es ihm oder so. Und dann kommt die und kann dann sozusagen dort drauf landen oder, naja, sich irgendwie eine Probe holen und das Ganze dann mit Forschungsmechanik untersuchen. Das heißt, die nimmt dann halt eine Probe, packt das ins Schiff rein, untersucht das und kriegt da irgendwelche Daten raus und so weiter. Das ist also relativ komplex, beziehungsweise kann sehr komplex werden, wenn CRG das so macht. Ja, wie gesagt, so ganz genau wissen wir es leider noch nicht, weil das ist noch ziemlich weit entfernt. Das ist nichts, was in diesem Jahr kommt. Und ich glaube auch nicht daran, dass es irgendwann im nächsten Jahr wirklich als Gameplay-Mechanik reinkommt. Ich weiß es nicht, ich denke es nicht. Da ist noch viel nötig. So, aber ähnlich fällt es sich auch, wenn wir auf Planeten gehen. Denn da haben wir ja zum Beispiel bei der Corsair, auch bei der Carrack, auch bei der Constellation Aquila, da ist ja immer ein Rover mit dabei. Und der ist ja nicht aus Spaß dabei oder um Rennen zu fahren, sondern das ist ja ein Exploration Rover, der ja mehr oder weniger dafür gedacht ist, dass man eben mit dem Schiff runtergeht, landet und dann dort irgendwie eine Höhle erkundet zum Beispiel oder andere Bereiche erkundet, was mit einem Raumschiff jetzt nicht rentabel wäre. Ne? Es ist einfach nicht rentabel, mit einem großen Raumschiff wie einer Corsair oder mit einer Carrack erst recht nicht, über die oder in der Atmosphäre eines großen Planeten zu fliegen. Das kostet viel zu viel Sprit, das würde kein Mensch machen. Später. Heute schon. Ne? Heute ist der Sprit quasi geschenkt, aber später nicht mehr. Das heißt, wir landen und setzen den Rover aus, steigen da rein, kleine Crew rein und dann let's go. Und auch da ist es wieder genau gleich. Wir haben, der Rover hat ja solche Scanner an Bord, die Möglichkeit, es wird auch noch irgendwelche Exploration-Fahrzeuge geben, spezielle, die Möglichkeit, ja, bestimmte Bereiche einfach besser abzusuchen, als das jetzt irgendwer anders könnte. Das heißt also, auch dieses Feature, dass wir ein Fahrzeug mitnehmen können, bringen ja die Exploration-Schiffe eigentlich fast immer mit. Es gibt noch die kleinen Pathfinder, die sind noch ein bisschen was anderes, aber von denen redet man ja nicht, aber die normalen Exploration-Schiffe sind immer so groß, oder sollten so groß jedenfalls sein, dass sie also irgendwas da an Fahrzeugen mitnehmen können. Und auch da können wir wieder Proben mitnehmen und die wir wieder weiterverkaufen, ne? Zum Beispiel an jemanden, der eine Reliant hat und Forschung hat und so weiter und so fort. Wir können vielleicht auch zum Beispiel herausfinden, ist das jetzt, also gibt es da irgendwelche Lebensformen oder wie ist da die Bodenbeschaffung? Ne? Kann man da vielleicht eine Basis bauen? Wir kriegen ja später Base-Building ins Spiel rein. All solche Sachen wären mit Scanning und verschiedenen anderen Methoden, die wir in der Exploration machen, denkbar. Und das Dritte, was noch ganz, ganz spannend ist, ist das Thema Reise. Denn wir werden ja zum einen Sprungpunkte entdecken müssen, aber auch Quantumpunkte. Und diese Sachen, also aktuell hat man so ein bisschen, wenn man das aktuelle Star Citizen spielt, hat man da gar nicht richtig den Bezug zu, weil ja alle Quantumpunkte sind ja schon da. Aber diese Quantumpunkte, die da sind, zum Beispiel ein Lagrange-Punkt um einen Mond oder einen Planeten, der wurde ja irgendwann mal entdeckt von irgendwem. Ja, zum Beispiel von der Hurston Security, die hat irgendwann gesagt, ach guck mal da, da ist ein Lagrange-Punkt, der fliegt quasi immer mit, der ist synchron mit dem Planeten, den können wir jetzt hier anpinnen sozusagen für alle Reisenden, dass die sich da gut orientieren können. Aber bei neuen Planeten, bei neuen Monden, die ins Spiel reinkommen, werden solche Punkte natürlich interessant sein. Und es gibt sicherlich noch viele, viele andere Lagrange-Punkte im Verse, die unabhängig von Planeten sind, die also irgendwo sind, wo man die ebenfalls nutzen kann, ja, wenn man die dann verkauft. Und da fragen sich natürlich dann viele, wie ist denn das denn? Ne? Eine Frage vom Anfang so ein bisschen, wenn ich jetzt das Zeug finde, also sagen wir mal, ich finde jetzt einen OM-Punkt oder irgendwas, ne? Irgendeinen Quantumpunkt, dann verkaufe ich diese Info und dann hat es ja jeder. Ja? Dann ist der Punkt ja entdeckt, dann kann ja kein anderer das mehr finden. Naja, das ist tatsächlich ein Problem, was sich nicht so einfach lösen lässt und ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie sie das machen wollen, weil es ist so, natürlich könnten sie es ganz einfach lösen und sagen, das ist ein nicht replizierbares Gut, ja, eine nicht replizierbare Handelsware, wie eine Kiste Eisenerz. Das heißt, ich habe jetzt die Information, da ist ein OM-Punkt oder ein Quantum-Punkt, ein Quantum-Beacon-Punkt, und die verkaufe ich jetzt wie eine Kiste Eisen, dann habe ich die nicht mehr und der andere hat sie. Und der hat sie dann so lange, bis er sie weiterverkauft. Weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, weil das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ne? Könnte aber sein, dass sie es so lösen. Müssen wir mal sehen, wie sie das Ganze machen. Aber selbst wenn sie das so machen, wäre es ja für mich als Exploration-Spieler ganz, ganz easy. Ich kann das ja trotzdem replizieren. Ich muss ja nur quasi diese Info nochmal holen. Ich fliege also dahin, wo ich gerade schon war. Ich weiß ja, wo es ist. Und ne, kann das quasi unbegrenzt oft neu machen. Das wäre tatsächlich denkbar, dass das so geht.
denn das wäre ja auch eine gewisse Art von Mining, ne? Wenn man es mal jetzt mit Mining vergleicht, ich habe also ein Vorkommen gefunden, das baue ich immer wieder ab, solange kein anderer kommt, ich sage einfach keinem, wo das ist, ne? Und verkaufe bloß die Erze, so ähnlich wäre es ja hier auch, ich verkaufe jetzt zwar schon die Info, wo es ist, aber ich verkaufe die halt einfach keinem anderen Explorer, sondern nur Leuten, die den vielleicht mal irgendwie brauchen, an der Börse oder so, zack, verkauft. Ich weiß es nicht genau. Wie sie es lösen, das wird noch generell eine große Frage sein, weil es stimmt natürlich schon. In MMOs ist es so, dass nie Dinge lange geheim bleiben. Wenn irgendwas Interessantes gefunden wurde, dann kannst du die Uhr danach stellen, dann ist nach einer halben Stunde doch die Hölle los in der Regel. Oder nach einer Stunde. Oder spätestens nach ein, zwei Tagen. Es gibt keine Geheimnisse in MMOs. Gibt es nicht. Und gab es auch nie in keinem einzigen. Das wird also interessant, wie sie das lösen wollen, aber ich glaube schon, dass sie da in Richtung von so einem Handelssystem gehen. Das klingt zwar so ein bisschen langweilig, aber andererseits ist es vielleicht auch ganz cool, weil irgendwie muss man ja auch Geld verdienen als Exploration-Spieler. Ne? Die Crew will Geld verdienen, der Sprit kostet ein bisschen was und das Schiff muss ja auch mal repariert werden und so weiter und so fort. Naja, nur so, das ist so jetzt mal meine Vorstellung. Ich habe so ein bisschen gelesen vor dem Let's Talk, wie sie da ihre Ideen haben, diese Konzepte. Die sind aber auch teilweise ein bisschen, ja, so ein bisschen widersprüchlich. Auf der einen Seite sagen sie dann mal, naja, das Verse wird so gigantisch groß, da wird es immer was geben, was halt Quatsch ist. Das ist einfach wirklich Unsinn. Da müssen sie es schon so groß machen wie Elite. Dann würde es gehen, das machen sie aber nicht. Und so groß ist dann Star Citizen dann am Ende des Tages dann doch nicht. Wenn das 1 Million Leute spielen und davon macht 1% Exploration, ist innerhalb von 2-3 Wochen alles entdeckt. Sag ich euch zu 100.000%. Aber egal, da gibt es ja verschiedene Konzepte, die sich da so ein bisschen widersprechen, die so ein bisschen überschneiden sind. Ich glaube, sie haben da noch nicht den endgültigen Weg gefunden. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in so ein Handelsding reingeht, dass man das als eine Art Ware verkauft. Wie als würde ich einen USB-Stick mit Daten drauf verkaufen, ne? So in etwa. Das würde ja auch mit dem normalen Datentrading wieder funktionieren, weil da ist es ja genauso. Das Datentrading ist ja auch nicht so, dass ich meine Infos, die ich gespeichert habe, rüber kopiere. Könnte ich ja machen. Ich behalte sie einfach, meine Kopie, und gebe die dem anderen. Und dann verkaufe ich sie wieder einem anderen, ne? Unbegrenzt. Das ist ja auch nicht so. Auch da gibt es keine Kopie von den Daten. Das heißt, ich verkaufe die weiter und habe sie dann nicht mehr. Ich muss sie wieder neu holen. Also, das müssen wir noch sehen. Ich denke mal, es wird so ungefähr in diese Richtung gehen. Also so viel mal zu der Frage mit dem ganzen Geld verdienen. Nun ist natürlich noch eine andere Frage, wie hängt denn dieses Exploration-Gameplay überhaupt mit den ganzen anderen Spielmechaniken von Star Citizen zusammen? Wie soll man sich das Ganze überhaupt vorstellen? Nun, tatsächlich ist das Exploration-Gameplay so ein bisschen das vorgelagerte Gameplay. Das heißt, im Prinzip warten andere, die zum Beispiel traden wollen. Die warten ja auf irgendwelche neuen Möglichkeiten, eine sinnvolle oder bessere Quantumroute zu nehmen, ne? Zum Beispiel. Oder die warten auf einen besseren Sprungpunkt oder was weiß ich was. Mining-Schiffe, die warten darauf, dass irgendjemand ein neues Mining-Areal entdeckt. Auch da wäre hier Exploration wieder interessant. Aha, da ist ein neuer Mond, da ist ein Planet, da ist irgendwas drauf und das kann man abbauen und so weiter. Und viele, viele andere Bereiche würden eben in diese gleiche Richtung gehen und verbinden sich dann gewissermaßen so am Ende mit dem Exploration-Gameplay. Also auch zum Beispiel die Piraterie, die haben ja auch Interesse an solchen Daten. Ne, vielleicht bin ich ja auch ein Piraten-Explorer und scanne das Verse und finde quasi heraus, aha, die Piraten, ich mache mal ein ganz simples Beispiel, die Piraten hatten die letzten Wochen immer wieder Probleme damit, die Trading-Schiffe abzufangen von der Route A. Weil die irgendwie kaum oder ganz selten nur dort vorbeigekommen sind. Obwohl das die einzige ihnen bekannte Route ist, die diese Trading-Schiffe nehmen können. Jetzt habe ich aber als Piraten-Explorer entdeckt, da gibt es eine andere Route. Und diese Route wird jetzt von den Piratenschiffen genommen. Dann verkaufe ich diese Informationen von dieser neuen Route, also diesen Quantumpunkt, wo man halt auch springen kann, an meine Piratenfreunde. Und siehe da, sie finden die Trading-Schiffe und können diese wieder überfallen. Das heißt, auch das würde da irgendwie mit reingehen. Wenn man sich mal so zusammenschustert, sage ich jetzt mal. Klingt eigentlich aber trotzdem gar nicht mal so schlecht. So, das heißt, man ist also nicht nur immer nur ganz, ganz weit weg, sondern man ist durchaus auch mal wieder so ein bisschen wieder im belebten Universumsbereich, wo viel los ist, weil dort könnte ja auch wieder was sein. Und ich weiß nicht, wie CRG das macht mit dem Spawning von solchen Sachen. Weil wir haben natürlich nicht nur Sachen beim Exploration-Gameplay, die permanent da sind. Sondern wir haben ja auch wechselnde Sachen. Ja, da kann es auch sein, dass ein Quantumpunkt irgendwann einfach nicht mehr geht, aus irgendeinem Grund, weil irgendein Asteroid durchgeflogen ist, hat die Gravitationswellen dort geändert oder keine Ahnung was. Oder
irgendein Asteroid, der ist weitergezogen, dann stimmen die Daten nicht mehr. Das heißt, die Daten müssen auch immer wieder mal refreshed werden. Das heißt, es wird also auch irgendein Spawning geben, also eine Art Respawn und auch eine Art von Delete-System, ähnlich auch wie beim Mining. Denn es ist ja so, ein Erzvorkommen, ja, das ist irgendwann mal da und dann wird es irgendwann abgebaut. Da kommt ja auch keiner und sagt, irgendwann ist das ganze Wurs ja leer, ne? Sondern das wird ja auch alles respawned. Müsste also bei Exploration dann ähnlich sein, wenn man von Logik hier mal weiterspinnt, dass also, es wird ja nicht abgebaut, diese Information, aber die kann ja irgendwann falsch sein, wie gesagt, dann muss sie halt neu gemacht werden und dann respawnt sie an einer anderen Stelle wieder. Das heißt, man hat dann gewissermaßen auch so eine Art Farming-Bereich, teilweise zumindest, dass man Dinge, die man schon mal gemacht hat, jetzt nochmal machen muss, aber woanders macht. Das klingt vielleicht jetzt nicht ganz so geil, aber es macht schon Sinn, finde ich, wenn man so drüber nachdenkt. Denn es muss ja irgendwie ein Gameplay-Loop entstehen. Also es kann nicht sein, dass irgendwann alles entdeckt ist und dann gibt es keine Exploration mehr. Und CRG wird nicht hinterherkommen, ständig neue Sternensysteme zu bauen. Und selbst wenn sie hinterherkommen würden, wäre es ja auch doof, denn dann wären ja die anderen Sternensysteme, die man vorher schon alle hatte, plötzlich uninteressant, weil da gibt es ja nichts mehr. Da ist ja alles schon abgefarmt. Also wird es in irgendeiner Form ein Respawn-System und ein Despawn-System von diesen Informationen oder von diesen Dingen geben. Jetzt nicht generell, dass alles despawnt und respawnt, sondern ein gewisser Teil, ne? Und so würde sich dann auch dann der Gameplay-Loop des Explorers erklären, dass man halt auf der einen Seite natürlich immer nach dem Gold-Nugget gewissermaßen sucht, ne? Nach einer sehr, sehr heißen neuen Information, nach irgendwelchen neuen Daten, irgendwas richtig Cooles, was man teuer verkaufen kann oder was man für sich vielleicht sogar nutzen kann, für seine Gilde oder Orga oder was auch immer. Und auf dem Weg sozusagen, dieses Gold-Nugget zu finden, kann man immer mal wieder andere Sachen abgrasen, um so ein bisschen Einkommen zwischendurch zu erzielen und auch seinem Beruf nachzukommen, Daten zu aktualisieren, neue Daten, Kleinigkeiten zu finden und so weiter und so fort. Und all das dürfte ja dann auch mit den Fraktionen zusammenhängen, denn alle Berufsmechaniken hängen zwangsläufig mit Fraktionen zusammen. Und das heißt, dass also auch die Fraktionen im Spiel, die NPCs, Interesse an diesen Daten haben werden. Das heißt, es wird also auch Quests geben, Aufträge geben. Es kann durchaus sein, dass uns eine große Forschungsorganisation auf die Reise schickt und sagt, hey, wir haben hier ein Signal aufgefangen, das vertrauen wir dir jetzt an, weil du hast dich bei uns schon bewiesen, die ganzen anderen Explorer, die kriegen das nicht, diese Info, nur du kriegst das von uns, flieg da mal hin und guck mal, was da ist. Ne? Also auch das wird irgendwie miteinander zusammengreifen und dann kommt eben immer das, was bei Star Citizen kommt, es hängt alles zusammen. Es ist nicht so, dass es irgendein Feature, ganz allgemein gesprochen, irgendein Feature gibt, was nur für sich alleine dasteht, so eine sich selbst erfüllende Geschichte, sondern alles hängt mit allem anderen wieder zusammen. Das macht es eben einzigartig, aber auch so super komplex und deswegen habe ich auch vorhin schon gesagt, es wird noch verdammt lange dauern, bis Exploration irgendwann mal im Spiel ist. In den Kinderschuhen ist es ja schon da. In den ganz kleinen Kinderschüchen sozusagen, in den Vorschulschüchen ist es schon da. Nämlich das Scanning und wird jetzt mit 3.14 mit dem Long Distance Probing wahrscheinlich erweitert, wobei das LDB noch nicht reinkommt, aber naja, zumindest das neue Scanning, sagen wir es mal so. Und dann wird Step by Step iterativ reinkommen. Also wir haben schon durch das Scanning eine gewisse Form von Exploration, eine ganz kleine, aber die wird sich nach oben hin dann verfeinern und mit neuen Scanning-Möglichkeiten, mit neuen Scanning-Tools, mit NPCs, die man vielleicht da auch reinsetzen kann in diese Scanner, die Fähigkeiten haben und so weiter, immer weiter ausgebaut. Das ist so die ganze Geschichte des Ganzen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich glaube, also wenn, dann ist es auf jeden Fall nichts Wichtiges, was ich vergessen habe. Aber falls doch, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und gebt doch mal Feedback, was ihr von dieser Gameplay-Variante, von diesem Berufs-Gameplay haltet. Habt ihr da Bock drauf? Wollt ihr Exploration machen? Und wie stellt ihr euch das Ganze für euch dann am Ende vor? Schreibt es mir mal rein. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Das war jetzt unser Let's Talk vom Sonntag eigentlich. Ich hoffe, ich halte jetzt in Zukunft die Sonntage wieder ein. Wir schauen mal. Und noch ein kleiner Hinweis zum Schluss, weil mich viele gefragt haben, ich gehe davon aus, dass die Alpha 3.14 noch bis Ende der Woche auf den PTU Wave 1 kommt, aber ich kann es euch nicht garantieren und auch nicht versprechen, weil ich es auch nicht weiß. Es ist reine Spekulation, aber erfahrungsgemäß könnte es bis Ende der Woche noch klappen. Das wäre ja cool. Also, schauen wir mal. Bleibt gespannt und bis zum nächsten Mal. Ciao. 65 degrees, last time I asked, I was down on my knees.
last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your own?